Denn Gott in höchster Sein, versammelt sein aus Breida und Sastren, was da im Glauben stand, hat es immer viel wert.
And ich kann meine Andacht nicht gehen, weil ich ein Klimpit mitteilen von. Ich habe eine Andacht studiert, habe ich für eine lange Zeit getan. Und geistlicher Kampf, Spiritual Warfare. Was meint das, wenn wir geistlich kämpfen tun? Und ich bin sehr nachher in einer Gruppe von WhatsApp-Gruppe, wo ich gute christliche Freunde habe. Ich glaube, sie dann Gott sein Wort studieren. Und ich habe mit ihren Top-Sachen studiert. Wir haben das Dugout studiert, was geistlicher Kampf ist. Und ich habe noch Andachten gehört von geistlichen Kampf. Wir leben in einer Zeit, wo wir geistlich kämpfen dürfen. Und nicht bloß leben wir in einer Zeit, wo wir geistlich kämpfen, aber das ist noch von Anfang Welt gewesen, dass Menschen einen Kampf sind. Das sind Zeiten gewesen, wo Menschen im Durchschnitt vielleicht wurden alle gekämpft haben aus Zeiten. Aber wir leben hier in einer Zeit, wo wir dort weiten, wo wir geistlich kämpfen dürfen. Und wenn einer auch als Deutsch abgewachsen oder irgendwo auf einer Hochdeutsch in der Schule gelehrt, nicht Plattdeutsch, und hat erst kämpft zum Studieren, dann sperrt sich dort ein bisschen euer Rastat einmal, oder wie ich würde sagen. Aber ich will es probieren, so mitzudeln, dass ihr wegen mir mitkommt. Ich habe beantworten mit meinen Noten, die habe ich alle auf Englisch, so wenn wir auch ein bisschen still halten, dann weißt du, was du der Trouble hast. So. Erstens, ich habe auch für eine Zeit lang gehört, wenn Menschen von Troubles verteilt haben. Du sind Menschen, die verteilen verschiedenste Dinge über die Kirche. Die don't nicht agreeen mit, was in der Lehrerschaft angeht. Die nehmen Sieden, oder wie ich würde sagen. Aber das ist nicht bloß in der Kirche, das ist in unserer Welt, manche Regierungen auch so dort. Du sind die, die sagen Trump als der Mann, und die nächste sagt Biden als der. In der Stadt, wo immer wir handchecken, das ist, dass sich das spielen wird. Und aber nicht unbedingt, wenn wir in die gewisse Partys kicken, würde wir sagen, da oder da ist später. Wenn, ich glaube, alle Dinge machen im Gott sein Wort getestet. Und es sind viele Dinge, wo einer bloß nicht mehr agreeen wird. Ich und meine Frau, wir haben auch unsere eine Dinge, was wir glauben tun. Und wir glauben noch fertig, wir sind am Rechten. Und ich glaube, so sind wir alle. Wir glauben was und wir glauben, was wir glauben. Und wir glauben dort, was wir glauben, als reich. Aber wenn ich das sage, meine ich deswegen nicht, wenn ich glaube, was glauben da, dort ich unbedingt am Rechten sehe. Wenn der andere nicht so glaubt, was ich da. Aber ich kann nicht verstehen, dass wir an einem geistlichen Kampf sind, wo wir kämpfen dürfen. Und das, wo ich in meiner Unachwahl mit Nangun. Und so ist es sehr, ich habe gehört, wo Menschen Trouble oder reden dann über andere. Und dann wollen wir das ändern, jeder einer hat in verschiedenen Trouble. Would we damit agreeen? Und ich habe ein von den Dingen hier abgenannt, oder gewisse von den Dingen hier abgenannt, von wo wir da nicht mehr agreeen down und so weiter. Wir sagen, wir haben, wie wir uns sagen, was uns Trouble ist von der in der Kirche und was du would can die Solution sein. Und dann bleibt uns dort zu fragen, was ist uns Trouble in der Kirche und in unserer Hiesa. Aber ich will auch anfangen mit der Geschichte von 1. Mose, wo Gott Adam und Eva erschaffen hat, in Sari und im Garten. Und dann werden sie versagt von Sultan. Und dort erinnert ihr ganzes Leben, dass sie an einen Kampf nennt. Und in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, sagt es das.
Dat haak van die plot ietsje Bibel, dat zeg zo. Die in de vrouw, hier het de haar te de slang, waren jund vriendlich zijn. En jene nu komen, waren ze niet lieden kan. Also wie kan dat hier zijn, dat arm en eifer ere nu komende, waren aan een battle zijn. Die waren zich oneinig zijn, die waren zich niet lieden kan. Und sich findlich sein. Und so ist gesagt, Menschen reden verschiedenste Dinge über die Kirche und so über andere Menschen und können nicht agreeen. Und das glaube ich als ein jässlicher Kampf. Und ich habe für eine Zeit lang auf mein Wort gehört, dem davon vertellen. Willst du mir die Opportunity geben, hier zu reden? Einer ist dann im Gebet, einer grabbelt dann, was wo ich kann von der Andacht bringen, was die Kirche wird abbühen. Und erstens muss wir verstehen können, wo so erst durch Jesselja kommt. Und da sei ja welche Frau. Wer fährt wem und um wem sieht sie wie? Und für uns, und in order to know, wie das verstehen kann, weil ich hier was Bibelfarschen durchgehen, erste ist Matthäus Kapitel 12, Vers 22 durch 28. Und du kannst wieder sein, dass du zwei Ricks sind, König Rex, die du at war sind, einer mit dem anderen, am Kampf oder am Feld oder wo einer wird sein. Na, einige von uns haben kein Trouble damit, wenn wir sagen, Gott einen Rex haben, aber andere möchten vielleicht ein Trouble damit haben, wenn wir würden sagen, dass Sultan auch einen Rex hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen können. Und wo so tun sie ihn Rick erschaffen als. Wenn wir an Gott sie ihn Rick sind, dann sind wir automatisch am Krieg je in so tun. Weil so tun, der fährt je in Gott und Gott sie ihn kennen, und weil Gott sie ihn Rick brauchen zu vernichten, so gut das auch kann. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8 sagt er, die findet ja Traum aus dem braunen Leben, sein, wie man was kann verschlingen. Und um das klar machen, weil ich Ihnen ein Beispiel geben, wenn ich aus dem Canadian, ich sehe einen Canadian, wenn ich nicht geboren aus Canadian, aber ich hier tue, wenn Kanada wird im Krieg sein mit den States, automatisch wird ich am Krieg sein jenen und das Land, weil es ein Gehirn in einem Land, was du am Krieg hast, mit einem anderen Land. Nur das Krieg, was er erschaffen ist. Wenn wir an Gott sein Krieg sind, sind wir automatisch am Krieg jenen finden. Und wir haben keine Option nicht. Wenn wir wahre geboren sind, oder wenn wir nicht wahre geboren sind, wie soll es sein, dann sind wir mit unserer Natur, mit unserer verdorbenen Fleischesnatur, vielmals gegen Gott sein Reich. Wenn dort erst bloß automatisch, wenn ein Mensch in der Distanz lebt, dass er dann Battling macht gegen dort, was Gott unter beiden hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen können, wo die Natur erschaffen ist, von den Feind. Und hier will ich dann Matthäus Kapitel 12, Vers 22 lesen. Dann brachten die Menschen einen blinden Stammenmann mit Jesus, der von einem weisen Jesus besitzen wird, und heil den, dass der Mann reden und seinen können. Und die Frau erst, gleich wie von der, dass die weisen Jesus der Menschen blind merken oder stammen und so wieder. Ich würde gerne sagen, dass jässlich blind und dumm.
oder Stamm. Vers 24 sagt es so: Ob aus der Pharisäer dort hierden sehen sei, dort aus bloß durch Belzebul den bewussten Sutrun, dort hei Sutrun übertrieben wird. Dem Jürgen eine sehr schlechte Beschuldigung gegen Jesus. Der Jürgen den Feind, der Kredit für was Jesus getan hat. Und ich wollte einmal auf dort ein von den unvergebenen Sünden aus, weil es, wenn wir diesen Kapitel wieder da studieren, dann hier wie dort, dort als Krieg, was hier anging. Im Vers 28 und 27 sage ich so: Und wenn ein Sutron, und das ist, wo Jesus redet, und wenn ein Sutron den anderen trifft, arbeitet er gegen sich selbst. Wo kann dann sein Recht bestehen? Hier sei wie Sutron sein Recht. Und wenn ich durch Belzebul Sutron übertrieb, durch wem trieben jene Sehnste übt, durch wen waren sie jene Rechte sein. So Jesus sagt sehr klar, dass Sutron half in Reck und dort erst nicht gespaltet, dort erst ein komplett Reck eine Distanz. Er ging an und sagt, aber wann dort durch Gott sein Jes aus, dort ich der Sutron übertrieb, dann erst Gott sein Reck all über ihn gekommen. Hier redet Jesus von der anderen Reck, Gott sein Reck. Hier habe ich zwei Recks, die nicht zu sein sind, der Reck Gottes und so tun sie ihn Reck. Und ich glaube das auch, dass das ein von den Dingen ist, was so tun nicht gleich, dort wie von der Gästliche kommt, Spiritual Warfare vertalen dann, ums dort hei Menschen kann gebungen halten. Weil erstens, wenn wir so tun sie ihn direkt verstehen können, dann würden wir automatisch lieber und davon wegdrehen. Und zweitens, das bringt auch eine Offenbarung, dass Gott sie ihn direkt über so tun sie ihn aus. Und dort wird hei viel lieber gleichen. Der Holm von uns, dass wir das nicht würden verstehen können. Aber wir können dort hier sein, dass der zwei Reck sind, der Dreck Gottes und der Dreck von dem Feind. Und am Stoppen mit dem zu verstehen können, weil wir in der Epheser Kapitel 6, Vers 12 kennen, wo der Key Verse sind für das Theme. Und dann sagt es dort, willst wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen gewollte böse Geister von den Himmelswelten und mit gewollten und Herrschaften von am Diestren, die ewig in dieser Welt herrschen. Ich kann wieder klar verstehen, dass wenn Menschen vielmals jachten oder aneinig sind, einer gegen den anderen, dort ist nicht wirklich immer die ärmste Krieg oder die ärmste Battle, was du hast. Du hast was unter zu hängen. Und wir können auch verstehen in dieser Farge, dass wir sind in einem Wrestling-Match, dass wir kämpfen gegen den Feind seiner Herrschaft. Und das ist sehr wichtig, dass wir dort verstehen können. Und wenn wir daran denken, dann schenkt einer ihm sein Denken, weil wenn das ist dort ist, dort, wenn Menschen jagen, dann, dass du hast eine Influence, was wir nicht sein können, weil das schenkt uns Denken, über was Dinge erschaffen können. Und ich will hier ein bisschen mit einer Geschichte mitteilen von What You're in Treff, was seit meiner Früh in Ben und Maria Dick, unser Predigerlied, für Training führen. Dann sah wie du eine Früh, ich bin eine Predigerfrüh, und sei wie alle 51 Jahre alt, da du gedelivert ward von bei sie gestern.
Und ich glaube, wir machen das auch verstehen können, und das habe ich in der Fehler-Message nicht rückgebracht, aber mir fällt das hier nicht bei. Wir machen das verstehen können, wann Jesus da auch Todtrat hat, ein Mensch meint wenig unbedingt, dass ein Mensch Dämon besessen ist, wo wir auf Deutsch sagen. Aber je mehr Access wir dem Feind geben, je dauerhaft der Todtrat zu uns kann, uns trübeln. Diese Frieden wir nicht Dämon besessen. Aber sei wir getrübelt von dir. Und ein von den Dingen, was der Counselor Adam fragt, von was sie wohl frei waren, sie sei, von was sie wie ein Teenager gewesen, wir sei an eine Gangbahn gewesen, wo sei sich die erste Hör abgeschlappt, und einmal, wenn sei in der Bootstube, wo watschten die auch, sei wie kämen wir im Frieden, wenn sei allein wir. Sie warte den Tag frei, und wir sahen noch, wo sie frei war. Und den nächsten Tag, als sie zurückkommen, sie sind sehr excited. Und sie sehen, für die letzten 24 Stunden von gestern, hat er noch keiner bewatscht. Der Reason, was er das mitteilen da ist, zu verstehen kann, dass von der ersten Tag, erst der Ort noch einmal, der jährliche Kraft hier Menschen, was die trübeln kann. Und ich fand das auch interessant, dass ich diese Unacht aufstellen da. Ich habe das alle vor, es ist nur eine Werkträge, wo ich mir eine Person Dinge durchbeten darf, die du auch bei sie jetzt am Leben hast. Und ein von den Dingen, was diese Person so sehr schwer hat, wie die Sache Objects Moving. Wie gesagt, wenn ich hier was liegen habe, all of a sudden, da wurde das weichmogen. Und die Person grillt sich wegen dort. Und dann der Rest auf dem Grill. Aber anyway, als wir die Liste dann übergehen, dass wir Dinge wollen durchbeten, dann kriegt ihr das immer einmal zu sein, und was diese Person die participated hat. Und als der dort sagt, dann braucht der Dohl in Rot. Und was wir die Dinge dann immer beten deuten, ich habe das Gebet durch, wo der dann jeder denkt, was der von der Okkult durchbeten muss, dann poste ich ab und dann warte ich dort an, krieg dort denk, leite ut. Ich weiß nicht, ob der für jeden oder nicht, aber da habe ich einen Purpose hier, dann warte ich mehr für's an. Was der dann nicht alle durchgebet hat, und dann weiß ich bloß nicht dort, und dann sehe ich, du hast das vergeten. Und dann brüht die Person war da in Rot. Das ist so, als wenn du in Grip und ein Mensch ist, dort einen Sinn loslassen als schwer. Was wird passieren, wenn ich das war bohren? Was wird passieren, wenn ich das war loslassen? Ich habe den Badel auch belebt in der Past und some von ihnen waren, glaube ich, krank, weiten, was ich meine. Aber das war hier auch der Case. Und wenn ich dort nicht wieder gecatcht habe, oder wenn ich dort wieder habe, gemisst, oder doch gelaufen, dort haben Leute leiden, dann würde ich finden, nach krank den Todrat haben, zu der Person, was vorher. Wenn wir auch alle andere haben, der gebeten, aber das eine welche denke, hat wir nicht. Aber die Person, die war zu frei, und ich habe die Leute auch. Gott zu tun, ihr habt mit der Person und die ist ganz frei. Und der zweite Ding, an dieser Farge, in Epheser Kapitel 6, Vers 12, kann wieder sein, dazu tun, der hat ein Reck, was er georganisiert ist. Wenn er sagt, Gewalten und Herrschaften, auf Englisch sagt er, Rulers and Authorities, und die Menschen müssen sie denken, dazu tun, dass sei er smart, dass er so ein Kingdom hat. Ich kriege keine Kredit für was er getan hat, weil er wie jeden on im Himmel, wie in Pride, und wird richtig stark an dies drinnen. Und auch, im Foundation Tag sind die Menschen, die sagen auch, da kostet dich nicht weiter, dass du hier rat bist. Wenn ein Mensch in der Distanz lebt, dann sieht er nicht, wo die Hand geht. In Johannes Kapitel 11, Vers 9 und 10 lesen wir so. Und Jesus sagt, sind du nicht 12 Stunden am Tag? Wer über Tag geht, starrt sich nicht. Er sieht das Licht in dieser Welt. Aber wenn einer über eine Nacht geht,
Dei staat sig, wils hei haf keinlich an sig. In het laatste part van Epheser kapitel 12 sag ich, ob je in gewolltje, beise jester van in de himmelswelten, en met gewolten en harschhaften van am diesteren die over des welt herrschen, dann kann ich das verstehen, dass du ein grautes Nummer von beise jester sein, die sich in Battle gesagt haben, gegen diese Welt, gegen Gott seine Kinder. Einige würden vielleicht sagen, dass das zum Grillen, wir brauchen nicht Angst haben, wenn wir an Gott seine Seite sind. Räume 8, Vers 31, sage ich, was soll wir hier zu sein? Wenn Gott auf unsere Seite ist, wer kann dann gegen uns sein? In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, lesen wir so, liebe Kinder, der Jesus, der ein Kind ist, ist gerade aus dir, der in dieser Welt ist. Das ist actually, was ich glaube, das ist bis meine Opinion, wann wir Gott sein Jesus haben, wann wir wahre geborene Kinder sind. Weil wenn wir Gott sein Jesus nicht haben, dann kann der Jesus an uns nicht stärker sein, als der, was in dieser Welt herrschen wird. Und viele Menschen von dir, die haben das zu holen, das zu tun, das in der Halle, und das wird fern sein, wir, aber das ist nicht. Wir sind dort in der Welt, weil die schaffen wird, der ist ganz aktiv in den Himmelswelten. Er wird rückgeschmitten über den Himmel und aus dem Diesteren. Und einige möchten vielleicht so denken, wo ist heute dann in den Himmelswelten, wenn er in den Himmel rückgestattet wird? Weil die Wahrheit ist, dass du sind mehr denn ein Himmel. Und wir wollen hier in zwei Bibelstellen checken, wo wir das sein können. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 2, Bad Feier, sagt das so. Er kann einen Mann, ein Christus, der war 14 Jahre drei auf einem Körper oder bitteren Körper, wie weit ich nicht. Dort weit Gott. Und den dritten Himmel angenommen, er kann diesen Mann und weit dort ob er durch einen Körper oder einen bitteren Körper wie weit ich nicht. Dort weit Gott. Der wird ein Paradies angenommen, der hier, durch hier haben wir, die nicht zu sprechen sind und die kein Mensch verstehen kann. So Paul sagt hier, der wird abgenommen in den dritten Himmel. Nicht bloß in den dritten Himmel, aber ein Paradies. Das hört sich so aus, wenn der dritte Himmel vielleicht das Paradies ist. Aber das ist hier bloß meine Opinion, das, was ich mir hört. Und ich glaube, actually, das ist dort. Und ich glaube auch, dort ist Logik, wenn wir sagen, dass du der dritte Himmel, da muss doch das erste und das zweite sein. Du kannst nicht der dritte sein, durch uns das erste oder das zweite. Denk bloß an einen Traktor. Wenn ich bloß das dritte Jahr habe, wo sein hat das ein Jahr. Das ist das erste und das letzte. In Epheser Kapitel 5, Vers 10 lesen wir es dort. Heu, und das vertelle ich von Jesus, der raufkäme, erst die waren abfahren, die weit über alle Himmel, weil es heute so mit Sinne macht, in Herrlichkeit die ganze Welt fällt. So Paul sagt, Jesus waren abfahren, die weit über alle Himmel. Ich habe das verstanden, dort du sind, at least drei Himmels hier warst. Du wie ein Student in der Stadt bei einem Bible Camp, wo die Englisch lernen deuten. Und als es bei seinem Graduation Camp, dann bringt er seine Eltern mit für seine Graduation. Und dann kam er zu dem Professor und dann sagt er, ich habe meine Eltern alle mitgebracht. Dann sagt der Professor, ich weiß, was du meinst.
Aber du kannst nicht sagen, all 100 Vanyas 3 aus. Du kannst bloß sagen, ich habe Bett nicht gebraucht. So, und das falsch kann ich verstehen. Man hat gesagt, wie über alle Himmels, doch das sind at least 3 Himmels. Und wann der höchste Himmel, der hellige Himmel ist, wo Gott lebt, dann würde doch Sens merken, wie in Isaiah, saß es hast dich verschwindet lesen, dann würde es sagen, das ist, was der Herr sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Fotbank. Gott sagt auf seinen Thron, auf seine Feut, auf der Fotbank, der Himmel ist sein Thron und die Erde ist seine Fotbank. Und die Bibel ist nicht spezifisch klar, und was du dann, wo die erste oder zweite Himmel sind. Können die erste hier auf der Welt sein und die zweite zwischen uns und Gott? Wenn es dort wäre, dann würde es Sinn merken, wenn wir denken dann an Menschen, die kämpfen. Und ich habe hier ein bisschen eine Liste abgeschrieben, von was ich gehört habe, über den Titel von was Menschen nochmal sagen. Some Menschen sagen, wenn ich beten do, dort geht gleich durch, nur Gott. Gott hört mich nicht. Oder something, that mean you be blocking. Oder das fällt sich so, wenn ich beten do, Gott hört mich nicht mehr. Oder ich bete, dort geht was um meine Beine und dann kommt da drauf. Gott antwortet mich nicht. Oder ich bete nicht an Gottes Willen. Wenn wir diese Dinge experiencen, dann meint das nicht unbedingt, dass wir nicht an Gottes Willen sind. Aber dass du ein geistlicher Kampf hast, was dort verhindern und verstehen wird. Und dass wir actually mal ein Unheil im Gebet und Fasten. Und wir können das auch verstehen, wenn wir das in Daniel Kapitel 10 lesen dann. Und ich glaube, dass Dr. Zuton alles anwenden wird, was er kann, um unsere Gebete verstehen. Und dass wir uns sozusagen drauf merken mit Dingen, die wir nicht wollen, im Gebet sein und Gott sein Wort lesen. Und auch Zuton, der vierte Engel, dass er uns nicht kann, eine Antwort bringen für unser Gebet. Und das sei wie in Daniel Chapter 10. Daniel, der hat auch einen Kampf, die Israeliten werden festgenommen. Und hier wird Daniel nun, wo er beten wird für sein Volk Israel, vereint finde ich der Fasten und Beten. Und nur eint finde ich der, dann kam der Engel und explained to Daniel, was passiert wird. Doch er hat nicht auch können kommen, aber da haben wir abgeholt worden. Und hier lesen wir in Daniel Kapitel 10, Vers 12, Vers 13, und hier seht der Engel, ängste nicht, Daniel, von ersten Tag, dass du die bemühst, die zu verstehen und die vor Gott dein Mädchen deutz, wirst du gehört. Und ich komme wegen dein Gebet, aber vereint finde ich dir, wie der Schutzengel von Pasarek gegen mich. Dann kam Michael, einer von den Buhersten Schutzengel, und er hilft mich. Ich leite am Du in den Kampf mit dem Schutzengel von Pasarek, und ich kann dann nur die kommen. Und dann Vers 29 lese, wie es steht. Und dann sieht er, ich mit Fuß drehe und mit den Schutzengel von Pasarek fährten, und wenn ich mit denen durch sie, wird der Schutzengel vom Griechenland kommen. So hier können wir dort verstehen, wo der Engel an einen Pferd wird zwischen uns und Gott. Und wir können auch verstehen, dass das wurden nicht irdische Königsgewasser, weil ein irdischer Mensch würde den Engel nicht an den Fuß holen,
dem Tränen Gott vor. Das wird nicht, was nicht wurde der Schaffen ist. Aber auch das wären keines, was du am einer Distanz je in den Engel fetten deuten. Und was ich will, was wir hier wollen sein können, an dieser Sonntag ist, dass wir haben zwei Rechts. Was wir nicht sein können, was du invisible sind, was du am Pferd sein, einer mit den anderen. Und wir als Christen würden das sollen verstehen können, und dort wir nicht einer jenen anderen fetten dann. Coming to note Jesus dead. And we need to stop fighting our fellow Christians. Wenn wir dann nicht mal alles agreeen dann, was die glauben oder was ich glaube, wenn wir nicht auf der same page sein. Aber aus einer Kirche sollen wir durchwegen Taubschaufen eine Stehe dort spielen lassen. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Dinge ziemlich sich spielen dann. Und wo kann ich das tun? Wir machen im Gebet sein, Gott sein Wort studieren und einer für den anderen beten. Heute meine Früh, wir tun auch nicht mehr alles agreeen, was da an jetzt, was ich hier schon sehe. Aber just because wir nicht mehr alles agreeen, dann meint das nicht, dass wir im Rechten sind, unbedingt. Aber an unsere eine Uhr und sie, wie wir im Rechten. Und so sind die anderen Menschen auch. Und das muss einer auch verstehen können. Und wenn wir den Jesseligen Kampf nicht verstehen können, wo können wir dann den Jesseligen Kampf wirklich überkommen? In Philippa, Kapitel 5, Vers 7, sagt er so, und Gott sei Fried, der wird über alles jetzt, was Menschen verstehen können, was jene Horten in Gedanken an Christus Jesus bewahren. So wie Martin an Christus Jesus sein, das ist ganz klar. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 1, Vers 3, sagt er so, wenn die den Herrn jenen Gott waren gehorsam sein, und waren all seine Geboten holen, der Eckin von der Ojev, dann wird der Herr jen Gott, jen aus ein Volk, hoch über alle andere Völker sagen, wenn die den Herrn jenen Gott gehorchen wollen. Dann werden all diese Sehungen abgekommen und der Herr wird jene Stadt und jene Völker sehnen. Notice, wenn ich sage, jenen Gott, wenn die den Herrn jenen Gott waren gehorsam sind. Und Vers 15 und 16, du schenkst dort und sagst, kriegt das jenen dort. Wenn die aber nicht gehorsam waren sind, in den Herrn jenen Gott seine Gebote nicht kriegt holen waren, der Ecken von der Ojev, dann waren all diese Schulden abgehend kommen und jenen durchschlungen. Du wirst ein Fluch ab jener Stadt und ab jener Flagge sein. Viele Menschen leben sozusagen unter einem Fluch. Der hat nicht Frieden an ihr Haus, an ihr Hort. Die leben nicht an Gottes Willen. Und wie man das verstehen kann, weil Menschen in Kampf haben, schwere Tiden durchgehen, wird Gott doch dem die Menschen nur sich treu. Einige Menschen machen noch zu denken, das wird den Israeliten geschrieben. Aber wenn wir uns fragen, wo hat Gott gesagt, dass wir seine Gebote nicht mehr sollen und ihr tun sein oder holen? Wir weiten dort, dass live ist das geratste Gebot. Aber die Tieren gebauten, wenn er dreht von Stehlen, Eichebrechen und so weiter, hat Gott noch kommen gesagt,
dat dat oké is dat we dat doen. En wanneer we dan terugkomen naar 1 Mose kapitel 3 vers 15, waar het zegt, du in de vroeg waren jullie empfindlich zijn, en jullie nu komen, waren zich niet lieden kan, dan kan je dat verstaan, dat wie zijn alle nukomende van Adam en Eva, en dat er zijn twee soorten mensen in deze wereld. En hier hoop ik als onze antwoord, dat we dat zeggen kunnen, dat wanneer we niet in God zijn woord zijn, en ons hart niet vallen dan met God zijn woord, kunnen we de geestelijke komst niet verder. En soms van jullie wat nog denken, wat Jaren Tremel als Pastor E. Beckert hier mal in de aandacht bracht. En ik leg dat beeld van de eerste dag naar hem, wat hij moet geven. Hij zei, wenn die zwei Hunde haben, ein Witten und ein Schwatten, den wird jeder das meiste waren fördern, der wird den anderen gewähren. Und ich glaube, das ist von der ersten Tag noch gerade so, mit Gott sein Wort, mit wir uns beschaffen, wie Matten bekannt werden mit Gott sein Wort, haben dort wie weiten, wo wir können, gehen die Distanz fett. Und wo wir können für unsere Fellow Christians beten, und du sein für dich, wenn wir dann nicht auf der same page sind. Einige Menschen haben abgehört mit Geben in der Kirche, wegen sei da nicht agreeing mit was da alles angeht. Und ich glaube, actually, das soll nicht so stark sein. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 sage ich ganz klar, dass der Herr wird uns, wenn wir waren, bekannt und von Sinn weich drehen, wird der Herr uns rennen von aller Eierreichtigkeit. Und ich bete, ob meine Andacht nicht was haben, Confusion gebracht, aber dass die Leute waren haben, Climate Understanding gekriegt und dass wir uns eine Quark können topschaufen und dann eigentlich jetzt sein. Da wir noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, wir wollen dir noch weiter danken für diesen schönen Marien hier. Wir danken dir für dein Wort und so aus dein Wort uns Instructions geben wird, wo wir leben können und wo wir den real battle fighten können und wo wir das können. Und wir danken dir für deine Liebe, was du für uns hast, für deine Gnade. Und dass du uns an deinen Lichtern gebracht hast und auch noch viele was an deinen Lichtern bringen. Nachher so bitte ich bloß, dass wir als Kirche uns fort waren fallen mit dem Wut und dass wir das waren ernst nehmen und dass wir gut leben. Bitte ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. God bless you.